Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge von unserem F1 Manager 2022 Challenge Projekt. Ein Schumacher im Ferrari. Wir sind auf dem Weg nach Spanien, Barcelona, Katalonia. Zweimal hat hier Lewis Hamilton gewonnen, zuletzt zweimal Charles Leclerc. Letztes Rennergebnis ziemlich knapp für Mick. Aber mit mal wieder ganz minimalen Änderungen am Auto bin ich ganz guter Dinge, dass sich an diesem Wochenende alles ändern wird. So, und wenn euch das Projekt gefällt, liken, abonnieren und Glocke aktivieren bitte nicht vergessen. Ich bedanke mich immer recht herzlich für eure Unterstützung. Und wir warten mal ab, was hier in Spanien so passiert. Radio check. Radio check. Das Auto mit der Nummer 16 zuerst. Direkt im Windschatten soll Mick Schumacher mit dem Auto mit der Nummer 1 rausgehen. Sich ziehen lassen. Oh, jetzt kommt Sainz raus. Bin gespannt. 3 Zehntel fehlen ihm. Wir warten mal ab. Für den Fall der Fälle ziehen wir noch mal Reifen auf, aber es müsste passen. So, nach aktuellem Stand sieht das ja gar nicht mal so schlecht aus. Mich wundert es, dass Bottas, Hamilton, Russell, da erwarte ich eigentlich noch ein bisschen was. Da haben die Räder blockiert. Ich habe es mir gedacht, von Hamilton müsste noch was kommen. Da scheint aber doch ein Rückstand jetzt plötzlich zu kommen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass Red Bull so ein kleines Upgrade irgendwie gebracht hat. Nichtsdestotrotz. Beide Autos auf die Strecke. Und lass dich ziehen, schon jetzt keiner mehr rausfahren. Perfekt, das müsste hinhauen. Hier fehlen ihm 4 Zehntel. Okay. Da schleudert jemand. Nein! Nein! Oh Mann! Mein Ziel war es, ihn auf die Pole zu holen und das. Oh nee! Und so sieht das Ergebnis dann leider aus. Schumacher ausgeschieden. Und ich hatte eine Idee, die ich nicht umsetzen kann. Das ist echt traurig. Und so starten wir in Q3. Lassen Charles Leclerc direkt rausfahren. Mick Schumacher darf nicht fahren. Das heißt, wir kriegen die Boni nicht. Für diese Quali-Platzierung, was echt schade ist. Aber was soll's. Dann müssen wir uns halt mit aller Gewalt die Pole Position sichern. Wer kommt da von der Linie ab? Verstappen nimmt die Kurve weit. Die Überlegung, die sich anstellt, ob man nicht gleich alle möglichen Teile tauschen, Motor etc. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist. So. Und Charles Leclerc, bitte eine deutliche Pole. Nur 4 Zehntel. Ich habe mich ein bisschen verzettelt. Denn nicht verraten, wir haben Charles ein paar schlechtere Teile eingebaut als möglich. Der Renntag beginnt und die Spannung. Um den Mick nach vorne zu holen. Aber naja. So, die Strategie bei Charles Leclerc, Medium, Medium, Soft, Soft, Medium, Soft. Wir haben keine weiteren Teile wie Motor oder etc. gewechselt, Platz 10. Wir müssen erstmal Gas geben diese Saison. Es ist kaum eine Wolke zu sehen. Das ist er, der große Preis von Spanien. Sich noch ein Soft-Starter, das müsste Hamilton sein. Die Ampel ist aus und los Stappen geht's. Auf Mediums. So.
entscheidend und interessant ist. Mick Schumacher. Ocon mit Hart. Da war einer neben der Strecke. Hamilton Bottas. Oh, herrlich. Und Ferrari hat einige Plätze gut gemacht. Jo, außenrum. Jetzt noch Sainz. Ferrari stürmt nach vorn. Ist absolut unglaublich. Jetzt müsste George Russell, das dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Ich sehe ja die Performance, die der Wagen an den Tag legt. Oh, komm schon. Die müsste alle noch erschrecken. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. 17:08 war die Zeit von Charles Leclerc hier. Wir sind schon direkt bei Verstappen hinten dran. Er hat ebenfalls keine Chance. Zwei lila Sektoren. Und auch Sergio Perez, der fährt doch nicht in einer Runde hier komplett durch. Das kann ich doch fast gar nicht glauben. Und zieht mal eben die schnellste Runde mit 1:20:07. Komm, setz dich durch. Alles richtig gemacht. Er kriegt das, die Ansage nicht gegen den Teamkollegen zu kämpfen. Er hat ein Plätzchen verloren, das ist nicht schlimm. Red Bull hat einen Platz gewonnen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Er fährt ja hier los wie von der Feuerwehr, hier über 2 Sekunden schneller. Das macht natürlich auch der Reifensatz, gar keine Frage. Platz 10, das ist unfassbar. Ja, trotz dessen wir ein paar Teile abgespeckt haben bei Charles Leclerc, kann er mit Reifen schonender Fahrweise mit den Red Bull Autos mithalten. Zwischendurch haben wir schon mal die Reifen geschont. Jetzt wird er gleich vermutlich mit DRS wieder vorbeigehen. Es ist absolut unglaublich. Das Auto hat eine super Performance und auch Mick bei normaler Fahrweise. Natürlich hat er die Soft, aber die Reifen sind auch schon ein bisschen älter jetzt. Davonfahren. Also es sieht recht, recht gut aus. Unser Augenmerk liegt auf Ocon, der mit harten Reifen unterwegs ist. Genau. 17 Sekunden, das heißt Boxenstopp-Fenster haben wir schon bald locker drin. So, da Charles Leclerc nicht um den Kurs schleichen soll, geben wir ihm jetzt die Anweisung, überholen und holen mal alles aus dem Auto raus, was da drin steckt. 17,8 war die beste Zeit. Oh, Ferrari hat gerade einen Platz aufgeholt. Und er müsste sich direkt absetzen können von dem beiden Red Bull. Ja, nicht mal mehr im DRS-Fenster in der nächsten Zone. Absolut fantastisch. Lila zwei Sektoren. Das wird auch eine heftige Zeit, glaube ich, jetzt. Die Standard-Performance von dem Auto war schon nicht schlecht, aber was wir schon entwickelt haben und das eine oder andere Teil, was noch kommt, ist sehr vielversprechend. 19:03. Da geht noch einiges. So, Charles Leclerc fährt so ein anständiges Tempo, dass er gleich an Mick vorbeigehen müsste. Und dann wäre es unser Ziel, dass er Mick vielleicht ein bisschen zieht. Aktuell fährt er die gleichen Rundenzeiten wie die beiden Red Bulls. Boxenstopp gegenüber Ocon hat er schon lange drin. Uiuiuiui. Das hat schon mal geklappt. Genauer. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Haas. Nein. Dort ist der Kontakt deutlich zu sehen. Und das hat viel Schaden an. Er ist Hamilton ins Auto gefahren. Oh
Mann, ich wollte gerade gucken. Mick lässt sich gut ziehen. Das funktioniert sehr gut. Mann. So, Mick Schumacher soll diese Runde schon an die Box kommen. Charles Leclerc war eigentlich auch geplant. Den lassen wir aber noch eine Runde länger fahren. Und wir müssten hinten. Die Räder blockieren und der Wagen fährt geradeaus. Da ist die Wiederholung. Okay, aufgepasst. Da ist Schumacher. Und ja, da blockieren die Räder. Kann ich nicht nachvollziehen. Egal. Wir gehen vor Perez in die Box. Und hinter ihm wieder raus. Das ist absolut fantastisch. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Wir schenken Red Bull die WM. Nee, Scherz. Jetzt ist es ein bisschen ärgerlich. Nichtsdestotrotz. Aber machen wir doch gar keinen Hehl draus. Den kriegen wir. Wir sollten zumindest sehr schnell knüpfen. So, während Charles Leclerc in die Box geht, gucken wir, dass wir mit Schumi an etwas vorbeikommen. Was uns jetzt auch gelingt. Und dann eine Runde volles Tempo, würde ich sagen. Ferrari hat nichts drinstehen. Eben auch nichts drinstehen. Komm schon. Gelb in Sektor 3. Muss ganz schnell weg. Würden die Reifen blockieren. Ricardo, sonst kann ich die schnellste Runde hier nicht hinlegen. Hier, wir können direkt von Perez wegfahren. Absolut fantastisch. So habe ich es mir vorgestellt. 19-2. Da fehlt noch ein bisschen was. Ist die Wiederholung an. Ich sehe gar nichts. Nein, es kann nicht wahr sein, Leute. So, wir schicken Mick auf eine hoffentlich sehr gute Inlap in die Box. Da kommt kein grüner Sektor zustande. Da ist alles gut. Einmal Soft aufziehen, bitte. Überrundet bis einschließlich Platz 11. Sieht also nicht schlecht aus. Bloß kein Safety Car. Und wir kommen vor George Russell wieder raus. Wollen wir lassen Charles Leclerc mal ein bisschen fahren. Irgendwas anderes aktiviert neu. So, und wir sind mal gespannt. Charles Leclerc 18-7. Als Schumacher hier hinlegt. Die kann auch drin bleiben. 17-3-6-0. Eine halbe Sekunde. Gegenüber die Zeit vom letzten Jahr. Max Verstappen geht in die Box, wechselt seine Reifen. Damit wird Sergio Perez, der schon bereits in der Box war, den Platz übernehmen. Wir haben bereits 11 Sekunden Vorsprung. Charles Leclerc wird in die Box gehen. Was soll ich sagen? Ich denke, das ist... in die Richtung geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben bis Platz 10 bereits schon überrundet. Wahnsinn. Konzentrieren wir uns jetzt Was auf den ist Haus. Denn jetzt schon wieder los? Magnussen. Und es gibt einen Unfall. Er ist deaktiviert und Safety Car. Überholen nicht erlaubt.
Und damit müsste das ganze Ding jetzt auch schon Geschichte sein, was ich schade finde. Bis einschließlich Platz 9 überrundet. So, das heißt, ich bin dafür, dass wir hinter dem Safety Car zu Ende fahren. Was nicht sehr schwer sein dürfte, da wir uns schon in Runde 35 befinden. Letzte Runde. Es hinterm Safety Car wird beendet. So kann man doch auch mal ins Ziel fahren, oder? Was meint ihr? Da wird das Rennen doch tatsächlich wieder angepfiffen. So ein Quatsch. Ehrlich. So. Alonso holt für Williams einen Punkt. Schon wieder. Sensationell. Das ist das, was man erwähnen muss. Die Leistung von Mick Schumacher darf man nicht außer Acht lassen. Eine sehr gute Performance. Und wenn man sieht, was wir hier für Möglichkeiten haben, bis Platz 9, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 26 Punkte geholt. Die Frage, die ich mir stelle, wer ist jetzt eigentlich unser Konkurrent? Bottas hat nicht gut abgeschnitten. Und das ist das, was in dieser Saison, glaube ich, sehr erstaunlich und entscheidend ist. Wir müssen mit diesen Personen hier rechnen. Hamilton, Perez, Verstappen, Russell und Bottas, beziehungsweise nicht mal rechnen. Die nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Die haben ja jetzt schon doppelt so viel Vorsprung. Das ist Wahnsinn. Mercedes, Red Bull hat Alfa Tauri wieder überholt durch enorme Punktezahlen. Die wollen wahrscheinlich auch Mercedes wieder an den Kragen. Alpine hat diesmal ein gutes Ergebnis abgeliefert. Ja, jetzt ein Punkt, ne? Haben oder nicht haben. Und was soll ich sagen? Ich behaupte, man könnte schon fast Mick Schumacher für den Titel gratulieren nach 6 Rennen. Man soll nicht unken, aber sag mal an dieser Stelle, liken, aber den nicht vergessen. Und wir sehen uns zum nächsten Rennen.